Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Was hast du jetzt wieder gemacht? Kamera umgestellt, Mensch. Ich habe Kamera auf mich umgestellt. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Also ich kann euch gleich sagen, das Video wird nicht spannend werden. Nee. Aber es ist sehr wichtig. Genau. Sehr wichtig. Jetzt kommt die Ankündigung und zwar am 17. Juni haben wir ein ganz besonderes Fan-Treffen im Schwabenpark. Das ist in Württemberg, in der Nähe von Stuttgart. Okay. Die haben das 45-jährige Bestehen des Schwabenparks und wir sind eingeladen worden. Und das ganz Coole daran, Milay wird dort singen. Sie hat einen Auftritt für euch mit ihrem Affensong. Genau, und noch einen zweiten Song. Und einen zweiten Song noch. Ganz neuen. Der kommt am Wochenende online. Der kommt am Samstag hoffentlich online, wenn wir die Freigabe kriegen. Ja. Kommt am Samstag ein richtig cooles Lied, muss ich sagen. Also mir gefällt es super. Und beide Lieder wird sie dort singen auf der Bühne und dann ist sie noch Teil einer Zaubershow und so weiter. Also. Und wir machen dann auch eine Autogrammstunde. Wir werden unsere Freundebücher dabei haben, Panini-Freundebücher, also wer noch keins hat, kann auch da eins dann mitnehmen. Signiert von uns, Autogrammkarten gibt es natürlich und so weiter. Also wenn ihr mal mit der Familie geplant habt, in den Schwabenpark zu gehen, das wäre das ideale Datum oder der ideale Zeitpunkt dafür. Mhm. Nochmal, 17. Juni, Schwabenpark. Samstag ist es. Ist ein Samstag, ja. Genau. Und also wir haben jetzt die genaue Uhrzeit noch nicht, aber es wird um Mittag rum sein. 12 oder 13 Uhr wird dann der Auftritt sein von Milay und dann anschließend Autogrammstunde. Genau. Cihan wird auch kommen, wird dabei sein. Ja, ich Hakan hoffe, und Ilkay ist auf jeden Fall geplant. Beauty and the Beast werden vielleicht auch dabei sein, die haben es geplant. Das ist natürlich so, dass wir die ganze Family da sind. Wir stehen für Fotos bereit, wir reden mit euch, Autogrammstunde und singen. Mhm. Also alles ist mit dabei, es ist kein normales Fan-Treffen. Nur zur Info, also was ganz Besonderes, wenn ihr was Besonderes erleben wollt. Wir sind da auch den ganzen Tag in dem Park, also ihr könnt uns auch vielleicht schon vorher sehen oder danach oder mit uns durch den Park laufen, Bobbahn fahren oder sowas, kein Problem, wir sind den ganzen Tag da. Genau, also wir freuen auf zahlreiches Erscheinen. Unser Aufruf geht natürlich auch an Eltern, die das Video anschauen und sagen, oh, meine Tochter, mein Sohn oder wer auch immer will mal Milay sehen oder uns sehen. Da würden wir uns gern freuen, euch zu treffen, Milay natürlich auch. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zum Schwabenpark. Zum Schwabenpark. Doch, gibt noch was Wichtiges. Und zwar, wenn ihr die Tickets online bestellt auf der Webseite von schwabenpark.de, dann bekommt ihr die circa 20% günstiger, 19, noch was Prozent. Also wer noch ein bisschen einsparen will für die ganze Family, sollte die Tickets online buchen und bezahlen, dann könnt ihr noch 20% sparen. Ja. Ja, dann wollten wir nochmal unser, eigentlich Milays Freundebuch. Also Milays Freundebuch. Wir haben viel Arbeit damit gehabt, ja. Wegen dem sage ich unser, ist natürlich Milays Freundebuch. Gibt es jetzt auch wieder bei Amazon, da gab es am Anfang Lieferschwierigkeiten, trotz allem war es lange Zeit oder ist immer noch in zwei Kategorien oder so auf Platz 1. Verkaufscharts, das freut uns riesig, also vielen, vielen Dank, sind einige hundert verkauft worden schon. Mittlerweile gibt es das Freundebuch auch, wer es jetzt nicht unbedingt bestellen will, bei Toys R Us und bei Fedes. Die haben ganz, ganz viele bestellt, also dürfte in ganz Deutschland in den Läden zu finden sein. Und wer auch kein Toys R Us oder Fedes in der Nähe hat, kann in jedem Buchladen das Buch bestellen mit der ISBN-Nummer. Und die findet ihr in dem Video, wo wir das Buch vorgestellt haben bei Milays Welt. Genau. Unten in der Infobox, im angepinnten Kommentar und so weiter. Das wollten wir euch nochmal sagen. Wir haben auch sehr viele Bilder bekommen mit Milays Freundebuch, diejenigen, die es bestellt haben. Wir haben uns mega gefreut, jeder so, mein Milays Freundebuch und so. Ja, die werden wir im Schwabenpark dabei haben. Wir werden auch CDs dabei haben von Milays, der Affe ist los. Die wird sie da auch signieren für euch, diejenigen, die es haben wollen und so weiter.
Also es wird einiges los sein im Schwabenpark an dem Tag. Natürlich Jubiläum vom Schwabenpark. Genau, einige Acts. Acts und so weiter, genau. Also ihr Lieben, wir freuen uns, euch zu treffen. Ja. Ja. Und sagen? Diejenigen, die jetzt böse sind auf uns, weil wir eigentlich gesagt haben, München kommt als erstes Fan-Treffen, kommt auf jeden Fall noch dieses... München kommt auch. Ja, das ist also fest eingeplant. München ist ja ziemlich in der Nähe von uns. Und es war jetzt halt ein bisschen stressig in den letzten Wochen, mussten wir einige Male jetzt verschieben. Waren wir irgendwann im Juli wahrscheinlich. Ja, es kam ja auch, Schwabenpark hat ja uns eingeladen, deswegen haben wir gesagt, wenn dann, machen wir gleich ein Fan-Treffen draus. Deswegen ist es dort jetzt so geworden, also es ist nicht von uns geplant, dass wir da hingehen wollten. Die wollten Millet einfach als Stargast haben im Park, für ihre Fans. Okay, also machen wir Tschüss. Jo, das war's eigentlich mit Infos. Ich hoffe, ihr kommt zahlreich. Jo. Genau. Wir sagen danke fürs Zuschauen, trotz ohne Millet, dass ihr uns angeschaut habt. Millet ist gerade draußen im Pool. Spielt im Pool. Wir sind ja im Moment hier in Ferienhaus Kroatien, noch in Kroatien. Unserem Ferienhaus. Genau. Und die Kiddies, die sind gerade draußen im Pool, die wollten wir jetzt gar nicht stören. Millet, jetzt kann das eh nicht so richtig erklären, haben wir gesagt, machen wir es, dass ihr uns auch richtig versteht. Genau. Genau. Also ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Und wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.